Liebe Zeiss-Fans, es ist vollbracht. Ja, wir sind immer noch am Tabellenende. Nein, wir sind nicht mehr sieglos. Seit unserer letzten Sendung sind 3 Wochen vergangen und in der Zwischenzeit gab es einen hochverdienten Heimsieg gegen Hansa Rostock, einen tollen Auftritt in Köln, der mit dem ersten Auswärtspunkt belohnt wurde und das Weiterkommen im Thüringen-Pokal in Dachwig. Nun geht es in der 3. Liga weiter und dort haben wir am Freitagabend das Spitzenteam des Halleschen FC zu Gast und niemand von uns hätte etwas dagegen einzuwenden, wenn sich der beschriebene Trend unseres FCC auch gegen starke Hallenser fortsetzen würde. Der 2:1-Sieg gegen den FC an der Fahner Höhe im Viertelfinale des Thüringen-Pokals war ein hartes Stück Arbeit für den FCC. Zwar gingen die Jena bereits in der 11. Minute durch einen von Daniele Gabriele verwandelten Foulelfmeter in Führung. Doch der Landesliga-Spitzenreiter ließ sich davon nicht beeindrucken und konnte noch in der ersten Halbzeit durch Kruse ausgleichen. In der Folge war der FCC zwar spielerisch überlegen, ging jedoch dabei zu fahrlässig mit den sich bietenden Chancen um. Es dauerte bis zur 54. Minute, ehe Paljuka, leider durch den Kollegen mit der Bratwurst in der Hand verdeckt, den 2:1 Siegtreffer erzielte. Am Ende stand ein knapper, aber letztendlich verdienter Sieg gegen einen äußerst engagiert und aufopferungsvoll spielenden Gegner. Entsprechend zufrieden war Trainer Rico Schmidt mit dem Ergebnis. Wir sind weitergekommen, das war die Aufgabenstellung und auch das Resultat, es hätte vielleicht etwas höher ausfallen können. Wir haben es ja selber scharf gemacht in der einen oder anderen Situation. Das begleitet uns ein bisschen in den Spielen, die ich jetzt da in der Verantwortung bin. Insgesamt haben wir auch die Zweikämpfe angenommen, auch läuferisch, ordentlich unterwegs gewesen. Gegen den unangenehmen Gegner, die haben das richtig toll gemacht. Die haben am Limit gespielt, haben uns alles abgefordert. Und wir sind aber eine Runde weitergekommen und das wollen wir jetzt gar nicht so ranbinden. Jetzt geht der Fokus auf das Spiel am Freitagabend. Mit dem HFC wartet nun natürlich ein völlig anderes Kaliber auf die Jena. Die Hallenser gehören zu den Top-Teams der Liga und zählen sicherlich zum Kreis der Aufstiegsaspiranten. Hinzu kommt, dass sich der FCC in der jüngeren Vergangenheit mit von Thorsten Ziegner trainierten Teams immer ziemlich schwer getan hat. Aber auch die ambitionierten Sachsen-Anhaltiner stecken in einer kleinen Ergebniskrise und konnten nur eines der letzten 7 Spiele gewinnen. Im Gegensatz dazu haben sich die Jena, seitdem Rico Schmidt an der Seitenlinie steht, extrem stabilisiert. 1 Sieg und 2 Unentschieden in 4 Spielen nach zuvor 11 sieglosen Partien sprechen eine deutliche Sprache. Vor allem der Sieg gegen Rostock und der starke Auftritt bei Viktoria Köln waren wie Balsam für die geschundenen Seelen der FCC-Fans. Überbewerten will Trainer Rico Schmidt diese guten Auftritte seiner Mannschaft jedoch nicht. Für mich geht es um die Dauerhaftigkeit. Ja. Einmal ein gutes Spiel zu machen, das ist nicht ausreichend. Nicht ausreichend für diese Liga. Und da heißt es jetzt diese Delle, die wir bekommen haben in Oertingen. Das hat ja die Mannschaft ist charakterstark und auch von der Persönlichkeit her stark angenommen, mit dieser Kritik auch umzugehen, also sportlichen Kritik. Mit dem Rostock und auch dem Köln-Spiel. Und das gilt jetzt weiter dran zu bleiben, alles zu geben, auch trotzdem auch eine gewisse Lockerheit an den Tag zu bringen und mit dieser Rolle auch sich auseinanderzusetzen. Der Hallesche FC ist eine Spitzenmannschaft. Die wollen und müssen auch punkten, damit sie vorne dranbleiben. Und wir wollen hier am Freitagabend ein tolles Ligaspiel zeigen und natürlich auch punkten. Natürlich geht der HFC als klarer Favorit in dieses Spiel. Dass die Gäste jedoch bereits einen Tag vor dem Spiel nach Jena anreisen, beweist, dass sie die Begegnung alles andere als auf die leichte Schulter nehmen. Ja, liebe Zeiss-Fans, kommen wir zu einem Thema, das uns FCC-Fans seit vielen, vielen Jahren begleitet und von dem man zwischenzeitlich berechtigterweise befürchten musste, dass es zu einer Never-Ending-Story werden könnte. Der Neubau eines reinen Fußballstadions im Ernst-Abbe-Sportfeld. Doch, nun ist es endlich soweit. In der Dezember-Sitzung entscheiden die Jena Stadträte darüber, ob sie die Beschlussvorlage zur Vergabe des Stadionbauprojektes annehmen.
Im nicht öffentlichen Teil der Stadtratssitzung am 4. oder 5. Dezember entscheiden die Jener Stadträte, ob sie der Beschlussvorlage der Stadtverwaltung zustimmen. Dabei wird eigentlich nicht darüber abgestimmt, ob ein reines Fußballstadion gebaut wird oder nicht. Denn dies hatte der Jener Stadtrat bereits im Jahr 2015 beschlossen. Im Januar letzten Jahres wurde das Ausschreibungsverfahren beschlossen. Damit konnte das Projekt des Stadionneubaus europaweit ausgeschrieben werden. In der Dezember-Sitzung, mehr als 18 Monate nach diesem Beschluss, präsentiert die Stadtverwaltung die Ergebnisse dieser Ausschreibung. Nun liegt die Entscheidung bei den Jenaer Stadträten. Dabei gibt es eigentlich nur zwei Szenarien. Entweder die Mehrheit stimmt dem Vorschlag der Verwaltung zu und das Stadion wird wie geplant mit einem Investor gebaut. Oder eine Mehrheit stimmt dagegen. Dann wäre das Projekt Stadion für die nächsten Jahre beerdigt. Denn eins ist Fakt. Eine Zwischenlösung gibt es nicht. Jede Änderung des Bauvorhabens, sei es statt eines Neubaus eine Sanierung im Bestand oder auch nur eine Verringerung der geplanten Kapazitäten, würde unweigerlich zu einem neuen Ausschreibungsverfahren führen. Und das hätte nicht nur Auswirkungen auf das Stadion an sich. Alle Begleitmaßnahmen, wie der Bau des neuen Leichtathletikstadions in der Wörnitzer Straße und sämtliche Infrastrukturmaßnahmen in der Oberaue, wären vom Ende des Projektes betroffen. Denn all diese Vorhaben sind in der Investitionssumme von rund 52 Millionen Euro, die die Stadt insgesamt für das Projekt kalkuliert hat, inkludiert. 12,3 Millionen Euro davon werden durch Landesfördermittel abgedeckt. Der Eigenanteil der Stadt beläuft sich auf 13,7 Millionen Euro, zuzüglich der Verpflichtung zur 25-jährigen Ratenzahlung an den Investor und Betriebskostenzuschuss. Wir wollten von den Jenaer Stadtratsfraktionen wissen, wie sie zur Beschlussvorlage der Stadtverwaltung stehen. Es ist gar keine Frage, wo es sich für oder gegen zu entscheiden gibt. Diese Entscheidung ist längst gefallen. Vor zwei Jahren mit der Entscheidung über die Kriterien des Vergabeverfahrens, dann mit der Eröffnung der Vergabe im letzten Jahr und ganz klar, die SPD stand und steht hinter dem Stadionneubau. Ja, die FDP wird der Beschlussvorlage zustimmen. Erstens, weil wir im Januar 2018 schon als Stadtrat uns gemeinsam zu dem Projekt bekannt haben und das jetzt auch zu Ende bringen müssen. Zweitens, die Leichtathletikanlage hängt ja auch daran. Und drittens, die Sanierung im Bestand ist für uns nicht so wesentlich günstiger aus unserer Sicht, dass es sich lohnen würde, das Projekt jetzt noch zu stoppen. Also es gibt keine klare Position. Also wir sind uns da nicht einig bei dem Bürger für Jena. Es gibt einen Teil, und dazu gehöre ich, sagen wir mal, der Tendenz hat, dieser Vorlage, wenn es sie denn offiziell gibt, denn bis jetzt ist die Tagesordnung noch nicht draußen, zustimmen würde. Es gibt aber auch Bedenken bei uns in der Fraktion. Und das ist, sagen wir mal, so wie in der Jenaer Bevölkerung, die einen befürworten es und die anderen lehnen es eben ab. Also es gibt ja den Beschluss vom Stadtrat, den Neubau zu veranstalten von dem Stadion. Dazu stehen wir auch. Man muss auch als Demokratie mal sagen, auch akzeptieren, was früher mal beschlossen wurde. Wir schauen uns jetzt das Ganze an, das Konzept, was dann kommt von den Investoren. Wir werden das dann genau prüfen, werden dann vielleicht auch nochmal mit dem Verein reden drin. Und am Ende müssen sich ja alle einig sein. Der Verein muss sagen, okay, auch die finanzielle Lage gibt es her, das Ganze, das Projekt, das passt. Und wir stellen uns auf jeden Fall nicht komplett dagegen. Der Prozess hat ja vor 5,5 Jahren stattgefunden und die CDU-Fraktion befürwortet das Gesamtprojekt. Wir wollen zum einen damit zeigen, dass wir auch Großprojekte in Jena umsetzen können. Die Investorensuche, das hat auch jetzt längere Zeit gedauert. Und hier muss man auch, sage ich mal, dann verbindlich am Ende sein. Zum Zweiten steht das Projekt auch auf finanziell guten Füßen. Es ist ein privater Investor dann mit drin, die Stadt finanziert einen Teil und ein Teil wird natürlich auch durch das Land mitfinanziert. Und insgesamt ist es ein Projekt, wo wir auch zum einen was für einen Profisport tun, zum anderen aber auch für den Breitensport was tun. Und ich denke, das sollte jetzt endlich umgesetzt werden. Fairerweise muss gesagt werden, dass zum Zeitpunkt der Interviews den Stadträten die Unterlagen für die Sitzung im Dezember noch nicht vorlagen. Deshalb wollten sich die Fraktionen der Linken und von Bündnis 90 die Grünen auch nicht dazu äußern. Ja, liebe Freunde, seit 8 Jahren ist der Kaninchenblock im Stadion gesperrt. Seit 28 Jahren steht die bis heute unfertige erste Ausbaustufe der Gegengerade und wartet auf Fortgang der Bauarbeiten. Und seit mehr als 10 Jahren wird in Jena über den Stadionneubau diskutiert. Nun, ihr habt's gesehen, könnte es endlich den endgültigen Startschuss für das überfällige Projekt geben. Es ist somit in aller Munde und spielt deshalb auch heute im Kommentar von Tino Zippel, stellvertretender Chefredakteur der OTZ, die Hauptrolle. An diesem Freitag demonstriert die Stadt Jena ihre Leistungskraft.
In der langen Nacht der Wissenschaften öffnen Institute und Unternehmen ihre Türen für die Besucher. Das Fußballspiel gegen den Halleschen FC fällt mit dieser Großveranstaltung zusammen. Doch beides lässt sich miteinander verbinden. Erst Fußball, dann Wissenschaft. Jen Optik hat versprochen, mit Laserstrahlen einen Gruß in Richtung Stadion zu schicken. Die Laserstrahlen am Himmel demonstrieren den Zusammenhalt in der Lichtstadt. Der Name Jena steht für Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und Sport. Bei den Fußballfans ist allerdings in den vergangenen Jahren ein anderer Eindruck entstanden. Sie werden sich beim Besuch im Stadion wieder schmerzlich daran erinnern. Auf der Gegengrade wächst das Moos auf den Sitzen. Der Wetterschutz fehlt. Das macht aber nichts. Die Füße sind sowieso schon nass vom Weg zu den Traversen. Ein anderer Zuschauerblock ist seit 2011 gesperrt, weil er einzustürzen droht. Zumindest tuckern die Notstromaggregate, um genügend Strom fürs Flutlicht bereitzustellen. Nein, das Jenaer Stadion ist kein Aushängeschild. Und das bei 47.000 Besuchern bislang in dieser Spielzeit. Doch Besserung ist in Sicht. Im Dezember entscheidet der Stadtrat über die Vergabe des Stadionprojektes. Sehr, sehr lange hat es gedauert, eine Lösung zu finden. Zur Erinnerung: Jena und Erfurt machten sich zeitgleich auf den Weg, eine Arena zu bauen. In Erfurt ist diese seit Jahren in Betrieb. Wirklich gelungen ist der Bau nicht. Im Dreiseithof kommt kaum Stimmung auf. In Jena dagegen haben sie gründlich abgewogen, was die ideale Lösung ist. Die Stadt entschied sich gegen einen Neubau in Lobeda Ost und für den historischen Standort im Paradies. Das Team um Martin Berger hat in einem sehr detaillierten Ausschreibungsverfahren um die beste Lösung gerungen. Dieser Prozess verlangt nun die finale Entscheidung. Ich hoffe, dass die Stadträte grünes Licht für die Investitionen geben. Jena hat ein top modernisiertes Volkshaus zu bieten, bekommt eine neue Bibliothek, eine Schwimmhalle und viele neue Institute. Es ist in der Zeit, mit dem Stadion einen weiteren Standortfaktor in die Gegenwart zu holen. Die aktuelle Tabellenlage darf keine Rolle bei der Entscheidung spielen. In der Finanzkalkulation war von Beginn an die Regionalliga berücksichtigt. Weitere Sicherheit gibt das Zeichen von Anteilseigner Roland du Châtelet, dem Jenaer Fußball weiter zur Seite zu stehen. Der Abstieg in die Regionalliga ist zwar wahrscheinlich, aber längst nicht besiegelt. Die Sportler haben zuletzt ein Lebenszeichen gegeben. Es wäre schön, wenn gegen den HFC ein weiteres folgt. An einem Abend, an dem die Stadt Jena ihre Leistungskraft demonstriert. Liebe Zeiss-Fans, die letzten beiden Kabinen in Köln und Dachwig liefen etwas außer der Wertung. Zum einen hatten wir die Victoria-Kabine ja bereits vor 2,5 Jahren unter die Lupe genommen und zum anderen erübrigt sich ein Kabinendurchgang, wenn auf der Fassade ein RWE-Logo prangt. Das ist selbstverständlich. Somit gibt es heute mal keinen Kabinentest, dafür aber verlässlich wie immer unsere wertvollen und sachdienlichen Verbrauchertipps. Werbung. Pleite? Niemals aufgeben. Einfach besser wohnen. Für euer Leben, das ständig vernetzt und always on ist, gibt es nur eine Antwort. Pure Geschwindigkeit, pures Entertainment und pure Flexibilität. Eure Verbindung ist Pure. Steuererklärung? Wir machen das. VLH, Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein.
Infos gibt's in Jena unter anderem am Löbter Graben 29, Beratungsstellenleiter Sebastian Teichmann oder in der Otto-Schott-Straße 15, Beratungsstellenleiter Matthias Paar. Wir erstellen die Einkommenssteuererklärung für Mitglieder nach § 4 Nummer 11 Steuerberatungsgesetz. Damit sind wir beim Querpass-Gewinnspiel und da fragten wir in der letzten Sendung nach einer Hallenser Fußballlegende, die auch eine Saison für unseren FCC am Ball war und mit ihm 1974 den FDGB-Pokalsieg holte. Richtige Antwort ist natürlich Bernd Bransch. Das wussten viele und so auch Kuno Gangwolf aus Bitterfeld-Wolfen, der sich nun über zwei VIP-Karten für das Spiel am Freitagabend gegen den HFC freuen darf. Und damit kommen wir zur neuen Gewinnspielfrage. Welcher leider viel zu früh verstorbene ehemalige Spieler des FCC wechselte 1987 zum Halleschen FC, wo er 1989 seine Karriere beendete? Zu gewinnen gibt es zwei VIP-Karten für das letzte Heimspiel unseres FCC in diesem Jahr am 7. Dezember gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Eure Antworten sendet ihr bitte an aktion@jenatv.de. Einsendeschluss ist der 5. Dezember. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Am Freitagabend stehen sich also die beiden Kontrahenten zum nunmehr 81. Male gegenüber. Ein traditionsreiches Duell also mit stets besonderer Brisanz. Alles, was man über die Chemiker wissen sollte, um am Freitagabend auf den Rängen gekonnt klugscheißen zu können, erfahrt ihr wie immer in unserer Gegnervorstellung. Die Gegnervorstellung wird Ihnen präsentiert von der WBG Aufbau Gera EG. Hallischer FC. Der Hallische FC entstand 1966 durch die Ausgliederung der Fußballsektion aus dem SC Chemiehalle. Bis 1991 noch mit Chemie im Namen kickten sich die Anhaltiner in insgesamt 34 Spielzeiten auf Rang 10 der ewigen Tabelle des DDR-Erstligafußballs. Nach einer Saison in der zweiten Bundesliga ging es in den kommenden Jahren jedoch bis in die Verbandsliga runter. Mit dem Aufstieg in die dritte Liga 2012 gelang die Rückkehr in den Profifußball. Neben der Oberliga-Zugehörigkeit zählen 8 Landespokalsiege und 2 Teilnahmen am UEFA-Cup zu den größten Erfolgen des Vereins. 1971 zog sich der Hallische FC unter tragischen Umständen aus dem Wettbewerb zurück. Vor dem Rückspiel gegen den PSV Eindhoven wurden bei einem Hotelgroßbrand mehrere Spieler verletzt. Einer starb. 20 Jahre später musste man sich in der ersten Runde Torpedo Moskau geschlagen geben. Aktuell befinden sich die Hallenser im oberen Drittel der Tabelle. Nach 15 Spieltagen steht der HFC auf Platz 4. 7 Siege, 4 Unentschieden und 4 Niederlagen haben Halle bisher 25 Punkte eingebracht. Allerdings gelang den Hallensern in den vergangenen 7 Spielen nur ein Sieg. Der Hallische FC und der FC KZS Jena trafen bisher 75 Mal aufeinander. Mit 37 Siegen, 23 Unentschieden und 15 Niederlagen können die Jenaer hier die bessere Bilanz vorweisen. Bei der vergangenen Begegnung im Paradies trennten sich beide Mannschaften allerdings mit einem 0:3. An der Seitenlinie der Hallenser steht ein Jenaer Urgestein, Thorsten Ziegner. Der 42-Jährige trainiert die Mannschaft seit Juli 2018. Für 182 Spiele trug er im Mittelfeld das Trikot der Blau-Gelb-Weißen und netzte 24 Mal für den FCC ein. Acht geben sollten die Jenaer vor allem auf den 28-jährigen Terence Boyd. Der beidfüßige Mittelstürmer erzielte in 12 Einsätzen ganze 7 Tore und gab 5 Vorlagen. Im Einsatz war er in der Vergangenheit bereits für RB Leipzig und die zweite vom BVB. Auch der 28-jährige Pascal Sohm, der für eine Ablösesumme von 300.000 Euro vom Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Groß Asbach zu Halle wechselte, weist mit bisher 5 Treffern und 5 Vorlagen keine schlechte Bilanz auf. Der Mittelstürmer kommt auf bisher 13 Einsätze in dieser Saison. Letzter Mann der Hallenser ist Kai Eisele. Der 24-jährige 1,90 Meter Mann wechselte vergangene Saison von Rostock zum HFC. In 15 Spielen musste er 15 Mal hinter sich greifen, hielt aber auch 5 Mal die Null für seine Mannschaft. Die Gegnervorstellung wurde Ihnen präsentiert von der WBG Aufbau Gera EG. So, liebe Zeiss-Fans, damit wären wir bereits am Ende von Querpass angelangt. Ich hoffe, wir konnten euch gut auf Freitag einstimmen und ich bin ganz sicher, dass wir uns gegen den HFC im Ernst-Abbe-Sportfeld sehen. Mal ganz ehrlich, Abendspiel unter Flutlicht, Bratwurst und Glühwein gibt's auch. Der FCC läuft auf, rappelvoller Gästeblock, mehr als 8000 im Stadion erwartet. Und da wollt ihr fehlen? Kann ich mir nicht vorstellen, wirklich nicht. Deswegen, wir sehen uns gegen Halle und, wenn ihr mögt, zur nächsten Ausgabe von Querpass. Bis dahin sage ich wie immer, tschüss und auf Wiedersehen, macht's gut. We'll be right back.